Monaten habe ich auf Instagram gepostet, dass man mich für diverse Veranstaltungen und Partys als Magician buchen kann. Und genau so ein Tag ist heute. Wir fahren Richtung Saarbrücken, sind gerade in der Eifel und werden da jetzt heute Nachmittag zaubern. Das Problem aktuell ist, dass wir um 15 Uhr da sein müssen. Wir haben jetzt 14.23 Uhr und wie lange fahren wir noch? 50 Minuten. 50 Minuten. 50 Minuten? Ja, gib Stopp. Okay. Also kommen wir ungefähr 15 Minuten zu spät. Aber es ging nicht anders, weil wir konnten ein bisschen später erst aus dem Hotel auschecken. Ich habe noch den alten Mann, von dem ich euch gestern erzählt habe, für den ich gezaubert hatte, den habe ich noch besucht. Er wollte noch ein Foto mit mir haben. Und da habe ich ihm halt noch ein paar Tricks gezeigt. Überleg mal, der ist 95, der Mann. Ja. Der spricht weder Deutsch noch Englisch. Und hat sich gefreut. Hat sich gefreut. Das wurde ja übersetzt. Ja, gestern wurde nicht übersetzt. Jetzt eben war jemand da zum Übersetzen. Das Verrückte ist, dass diese Zauberei, diese Tricks, die ich zeige, diese Sprachbarrieren irgendwie überwinden. Und dass man sich versteht, dass man miteinander lachen kann und sich miteinander freuen kann, ohne dass man miteinander spricht wirklich und den anderen versteht. Und da sind wir auch schon. Ich habe meinen lustigen Hut an. Und guckt euch das hier mal an. Das ist so ein Kosmetikstudio, ein Wellnessstudio, sage ich mal. Ich bin gerade in den Keller reingekommen und dachte so, boah, das sieht geiler aus als in den meisten 4-Sterne-Hotels. Ihr wisst ja, ich bin kein Sauna-Fan, aber trotzdem Sauna. Ich würde sagen, dann gehen wir jetzt nach oben und machen ein bisschen Magic. So, ich will nicht lange reden. Bleibt einfach, wo ihr seid, macht, was ihr machen wollt. Ich komme zu euch und schönen Nachmittag. Wir sind da, wir sind im Hotel, in dem vermutlich kleinsten Aufzug der ganzen Welt. Geh mal kurz raus, ich zeig das mal. Das ist doch kein Aufzug. Ja. Boah, meine Haare sehen so schlimm aus. Echt, ey, ich habe den ganzen Tag so einen Hut getragen. Auch dieses... Gib mir noch mal den Schlüssel. Das hier ist der Zimmerschlüssel. Okay, jetzt ist die Tür zu. Zu. Ach, so geht's auf. Aber so nicht. So, wie kann ich das abschließen? Mit dem Hebel? Mit dem? Okay. Warte, da gibt's so einen Knopf. Ist es den ja f***ing geherzt?
Jedenfalls so sehe ich aus mit einem Mittelscheitel. Ich sehe aus wie ein Typ aus einer Boygroup aus den 90ern. Ich sehe aus, als würde ich Chester heißen. Chester. Das da vorne sind die Tüten, die wir bekommen haben. Die sind vollgepackt mit Cremes und so weiter. Und nein, das zeige ich euch noch nicht. Ich gehe zuerst mal duschen. Wenden wir uns doch mal den Sachen zu, die wir heute geschenkt bekommen haben. Erstmal, das ist keine bezahlte Werbung für Babor. Ich habe die Sachen einfach nur bekommen, weil ich es eben da gezaubert habe. Nummer 1. Skinovage PX. Das klingt gut. Machen wir uns das drauf? Wie muss man das anwenden? Also auf unreine Stellen. Das trocknet nämlich aus, deswegen nur auf unreine Stellen. Ganz wenig. Gibt es denn was davon geben? Nee, ich soll mir doch das Gesicht damit. Nein, so einmassieren. Einreiben so. Filmst du? Die Stirn auch? Serum Ultra Hydrant. Was muss ich damit machen? Morgens und abends auf das gereinigte Gesicht auftragen. Das hat kurz gespruzt. Jetzt haben wir ja abends. Ja. Kann man das ja hier drauf machen. Ein bisschen sanfter. Ich habe ja das Gefühl, mein Gesicht wird rot dadurch. Ja, wenn du das so einschmierst. Und jetzt? Eingezogen? Ist es eingezogen? Wie lange muss das denn einziehen? Spürst du doch. Komm her. Ja. Das ist Skinovage PX Vita Balance. Achso, das, was ich jetzt gerade mache, das ist exklusiv für meine Ex. Weil die wollte nie, dass ich ihre teure Creme benutze. Weil ich es ja nicht wert bin. Hier. Ich wollte das gerade schon ablecken, weil ich dachte, dass ich an Joghurt gedacht habe. Weißt du, du machst den Joghurt so auf und das ist das Erste, was du machst. Das ist orange. Das schaut voll schön aus. Ja, es ist orange. Dann nimm mal das am Deckel auf. Und das schaut voll schön aus. Ich fühle mich wirklich schon schöner als vorher. Schön an. Ja. Ja. Aber das Endergebnis werden wir wohl erst morgen sehen. Ja, drück drauf.